Okay, dann kommen wir zum Kapitel Pumpenauslegung. Wir werden zuerst über Pumpen im Allgemeinen sprechen, im Anschluss dann über die Kreiselpumpen im Speziellen, weil das unser Kernprodukt ist, dann über die Kennzahlen der Pumpe sowie die Leistungsaufnahme. Dann schauen wir uns mal Kennlinien an und die Leistungsregelung. Hätten Sie gewusst, dass Pumpen weltweit 10 bis 20% der elektrischen Energie verbrauchen, also wirklich der gesamten Energie? Und energetische Optimierung von Pumpen im Mittel ca. 30% Energiekosten einsparen könnte. Wir sehen jetzt rechts noch die Lebenszykluskosten. Da sehen wir einmal die Anschaffungskosten sind ca. 10 bis 15%. Das ist der rote Kuchen. Dann haben wir die Wartungskosten mit 5 bis 10% als der gelbe Kuchen und dann die tatsächlichen Energiekosten, wo den Löwenanteil ausmachen. Also hier ist ein sehr, sehr hohes Einsparpotenzial. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was denn Kreiselpumpen ausmacht. Kreiselpumpen sind wahrscheinlich zumindest im Industriebereich die häufigste Pumpenart und sind auch die Pumpen, die wir verwenden in unseren Anlagen. Das Prinzip ist ganz einfach. Ein rotierendes Laufrad beschleunigt die Flüssigkeit. Das heißt, es wirkt die Zentrifugalkraft, wie man hier auch links bei diesem Glas sehen kann. Das Gehäuse, in unserem Beispiel wäre es jetzt die Wand von dem Glas, wandelt diese Bewegungsenergie in Druckenergie um. Das heißt, man sieht hier, der Wasserspiegel steigt hoch. Genauso passiert es bei der Pumpe auch. Dadurch, dass hier zum Beispiel nicht bestimmte Volumina gefördert werden, hat man einen sehr, sehr gleichmäßigen Förderstrom, weil das Laufrad einfach die ganze Zeit rotiert. Man kann die Pumpe eindrosseln, wo wir danach noch dazu kommen, was im Betrieb sehr wichtig ist. Und bei Stillstand der Pumpe kann Wasser auch fließen, beziehungsweise durchs Laufrad zurückfließen, je nachdem, wie die Druckverhältnisse im System sind. Es gibt verschiedene Kreiselpumpentypen, sehr, sehr viele sogar, und sie decken große Betriebsbereiche ab. Das heißt, vom Durchfluss her Q und von der Höhe, die Kreiselpumpen erreichen können, kommen wir von ganz, ganz kleinen Durchflüssen und Höhen bis zu sehr, sehr großen. Es gibt verschiedene Typen der Kreiselpumpen. Da kann man zum einen sagen, es gibt einstufige und mehrstufige, je nach Anzahl der Laufräder. Mehrstufige erreichen dann eine höhere Förderhöhe. Das ist auch bei den Pumpen, die für Umkehrosmose verwendet werden, der Fall. Es gibt horizontale und vertikale Pumpen. Da geht es um die Anordnung der Pumpenwelle, ob die horizontal oder vertikal verläuft. In unserem Fall, da sehen wir gleich noch ein Beispiel, wären es dann vertikale und axiale Pumpen versus Inline-Pumpen. Bei den Inline-Pumpen ist Wassereintritt und Austritt in einer Linie. Das ist für die Montage sehr vorteilhaft. Bei den Axialen kommt der Wassereintritt von der Seite. Okay, jetzt kommen wir zum Aufbau von den Pumpen. Wir haben im oberen Bereich einmal den Motor, also den elektrischen Teil, wo auch der elektrische Anschluss dann erfolgt von unserem Schaltschrank. In der Mitte haben wir unsere Kupplung zwischen Motor und Pumpe. Und dann gibt es unten noch den Pumpenteil. Die Pumpe selber ist aufgebaut in einmal einem Gehäuse, dann die Laufräder, die innen drin sitzen und dann noch eine Gleitringdichtung zwischen den Komponenten. So, jetzt gehen wir weiter. Vielleicht ganz kurz noch zu der, du schreibst zurück. Gut, die Kennzahlen der Pumpe. Klar, die beiden wichtigsten Kennzahlen sind natürlich der Förderstrom Q und die Förderhöhe H. Q gibt an, welches Volumen die Pumpe pro Zeit fördern kann. Meist wird es angegeben in Kubikmeter pro Stunde, gegebenenfalls bei kleinen Durchflüssen Liter pro Stunde. Und das ist praktisch der Massenstrom, also wie viel Kilogramm die Pumpe fördern kann, geteilt durch die Dichte. Die Förderhöhe hängt ab von dem Druck, klar, ist auch mit der Dichte und der Erdbeschleunigung verbunden. In unserem Fall fördern wir meistens Wasser. Da entspricht dann ein Druck von einem Bar einer Förderhöhe von etwa 10 Metern. So, jetzt schauen wir uns einmal die Leistungsaufnahme an. Leistungsaufnahme spricht man von unterschiedlichen tatsächlich. Wir haben die Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz, die Abgabeleistung des Motors und die hydraulische Leistung. Also wir fangen jetzt einmal von unten an. Die hydraulische Leistung ist das, was im unteren Bereich der Pumpe passiert. Setzt sich zusammen aus der Fördermenge, der Höhe, der Dichte aus unserer Flüssigkeit sowie der Geschwindigkeit. Die Abgabeleistung des Motors, also diese P2-Angabe, die man auch immer auf dem Typenschild von der Pumpe findet, setzt sich dann zusammen aus der hydraulischen Leistung geteilt durch den Wirkungsgrad von der Pumpe. Und
die Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz, welche mal als P1 dann angegeben wird, setzt sich zusammen aus der Abgabeleistung vom Motor geteilt durch den Wirkungsgrad vom Motor. Und die Ausnahme dazu ist noch, wenn wir jetzt einen Frequenzumrichter hätten, müssen wir das noch multiplizieren mit dem Wirkungsgrad von dem Frequenzumrichter. Jetzt haben wir noch eine Umfrage, und zwar, an welcher Stelle sind denn die Verluste am höchsten? Also das ist jetzt eine Schätzfrage für Sie. So. Einmal A, entweder der Frequenzumrichter, B, der Motor oder C, die Pumpe. Okay, wir haben schon einen sehr starken Trend. So, jetzt veröffentlichen wir das mal. Also der Trend geht tatsächlich in Richtung Motor und manche in Richtung Pumpe. Das Ganze wird sich jetzt in den nächsten Slides dann klären. So, hier sieht man einen Überblick über die Leistungsaufnahme. Wir ziehen also eine bestimmte Leistung vom Stromnetz. Dann käme bei einer Pumpe mit Frequenzumrichter zuerst der Frequenzumrichter. Den hat keiner als den Teil mit den größten Verlusten gewählt. Das ist richtig. Der hat nämlich sehr geringe Verluste. Normalerweise hat der Wirkungsgrad von mehr als 95%. Das heißt, weniger als 5% der Energie verlieren wir hier. Tendenziell bei großen Motoren nochmal deutlich weniger, 2-3%. Für kleine Motoren kann es dann tatsächlich etwas mehr sein. Aber da macht der Frequenzumrichter unter Umständen auch nicht so viel Sinn. Dann kommen wir zum Motor. Hier verliert man schon mehr Energie. Der Wirkungsgrad ist meist bei 80-93%, kann durchaus auch höher sein, liegt halt ein bisschen dran, auch in welchem Punkt man fährt. Wenn man nämlich unter die Nennlast kommt, also bei einem niedrigeren Punkt fährt, dann kann der Wirkungsgrad relativ schnell abnehmen. Und schließlich kommen wir dann vom Motor zur Pumpe, wo wir dann tatsächlich einen Wirkungsgrad haben, meistens 70-80, im Normalfall vielleicht sogar eher Richtung 70%, hängt ein bisschen von der Größe ab und wo man sich da auf der Kennlinie hingelegt hat. Das heißt, bei der Pumpe verlieren wir nochmal 20-30%. Und wir werden später auch bei der Kennlinie sehr schön sehen, dass der Wirkungsgrad, wenn man unter Nennlast fährt, das heißt nicht den typischen Betriebspunkt, sondern mit weniger Durchfluss, dass der Wirkungsgrad recht schnell abnimmt. Jetzt schauen wir uns mal die Kennlinien an. Also es gibt bei uns immer zwei Kennlinien, einmal die Pumpenkennlinie und dann die Anlagenkennlinie. Also diese Pumpenkennlinie bezieht sich auf die Pumpe selbst. Das ist die Kennlinie, die wir hier im Blau sehen. Und da gibt es natürlich auch Toleranzen, sage ich mal, vom Fluss dann +/-9%, der Höhe +/-7%, dann der Dichte 9% und der Wirkungsgrad -7%. Und diese Pumpenkennlinie ist immer die QH-Kennlinie, das heißt Fluss und Höhe. Dann haben wir unsere Anlagenkennlinie und die beschreibt das Verhältnis zwischen Fluss und Höhe im System. Und die ist abhängig von Reibungsverlusten, statischer Förderhöhe und natürlich auch unterschiedlich bei offenen und geschlossenen Systemen. Und interessant ist für uns immer der Schnittpunkt. Und der Schnittpunkt stellt dann unseren tatsächlichen Betriebspunkt von der Pumpe dar. So, hier sieht man jetzt alle Kennlinien, die es gibt. Wie gesagt, die QH-Kennlinie ist normalerweise das, was als Pumpenkennlinie bezeichnet wird, aber tatsächlich gibt es mehrere. Wir sehen jetzt hier einmal die QH-Kennlinie, also Förderhöhe, genau. Und dann sieht man in Rot als die Anlagenkennlinie, das heißt, welche Reibungsverluste und damit Druck die Anlage selber braucht. Man sieht hier die Wirkungsgrad-Kennlinie und man sieht sehr schön, dass der Wirkungsgrad, wenn man nach links geht, relativ stark abnimmt. Wir sind jetzt hier bei dem Betriebspunkt, in dem Beispiel bei ca. 70, ja, etwas über 75% vielleicht. Wenn man jetzt aber nach links rüber gehen würde, nimmt der Wirkungsgrad relativ schnell bis auf 40% ab. Das heißt, man versucht sich auch mit dem Betriebspunkt der Pumpe normalerweise bei der Kennlinie ins oberste Drittel zu setzen, nicht ganz nach rechts, weil es da wieder runter geht. Aber da, wo der Wirkungsgrad am höchsten ist. Wir haben jetzt noch zwei Kennlinien. Einmal die Leistungsaufnahme. Das ist hier die P2-Kennlinie. Das heißt, die Wellenleistung, die vom Motor an die Pumpe abgegeben wird, weil diese Kennlinien ja für die Pumpe gelten und nicht den Motor. Und man hat schließlich unten noch die NPSH-Kennlinie.
Net Positive Suction Head ist das auf Englisch und auf Deutsch die Haltedruckhöhe. Die ist wichtig, um Kavitation zu vermeiden, und dazu kommen wir gleich auf der nächsten Folie. Ja, Kavitation tritt auf, wenn der Absolutdruck kleiner ist als der Dampfdruck der Flüssigkeit, dann bilden sich Dampfblasen und diese implodieren. Und hier sehen wir auf der rechten Seite mal so diese Laufräder, wie die dann beschädigt werden von der Kavitation. Und die führt halt einmal zu Geräuschentwicklung sowie Vibration und reduziert den QH und beschädigt dieses Laufrad. Die Vermeidung, da schauen wir natürlich, dass wir diesen erforderlichen NPSH einhalten. Das ist auch bei unseren Anlagen, da steht da immer ein Mindestvordruck drin bei unseren Anlagen. Genau, ja, NPSH vorhanden, größer NPSH erforderlich. So, jetzt kommen wir zu dem Betriebspunkt, wo der denn liegen sollte. Man sieht hier ganz klar, idealerweise ist der da, wo die Wirkungsgrad am höchsten ist, also am höchsten Punkt der orangenen Kurve. Im optimalen Bereich wären wir, wenn wir dann nur ca. 10% drunter gehen oder 5% drüber, das heißt, ist jetzt hier das kleine grüne Kästchen. Noch relativ gut liegen wir in der Mitte, im mittleren Kästchen, das heißt minus 20 bis plus 10%. Und so normal, was man dann tatsächlich im Betrieb sieht, ist minus 30 bis plus 15%, weil ja oft die Anlage oder die Pumpe dann doch nicht genau da läuft, wo man sie geplant hat, wenn sich die Bedingungen ändern. Wichtig ist einfach für die Lebensdauer der Pumpe und um Betriebsprobleme zu vermeiden, dass man aus diesem Bereich nicht rausgeht, weil wir sehen hier ganz schön, wenn man auf der Pumpenkennlinie ganz nach links fährt, da kommt man zuerst an den Punkt, wo das Laufrad schneller verschleißt. Klar, weil da schon Kavitation da sein könnte, die man nicht sieht, und nicht merkt, aber die letzten Endes auch das Laufrad beeinflusst. Man kommt zu dem Punkt, wo man ja auch eine kürzere Lebensdauer von Lagern und Gleitrinndichtungen hat, sprich höhere Wartungskosten. Und wenn man tatsächlich dann ganz nach links kommt, kommt man zu einer sichtbaren, fühlbaren Kavitation, sprich Geräuschentwicklung, Vibrationen, eine schnellere, richtig schnelle Verschleiß tatsächlich vom Laufrad und bei einem ganz, ganz geringen Bereich dann zu einer Überhitzung der Pumpe. Was zum Beispiel auch ein Thema sein kann, wenn man jetzt eine Anlage hat, wo irgendwo quasi Leckageverluste sind und die Pumpe ist aber ungeregelt und versucht dann immer quasi danach zu pumpen und kann aber nur ganz wenig pumpen. Das könnte auch problematisch sein. Wenn man im Bereich ganz nach rechts läuft, das heißt, da wo die Kennlinie schon fast aufhört, hat man das gleiche Problem, dass man eine kürzere Lebensdauer hat von Lagern und Gleitrinndichtungen und dass man in den Kavitationsbereich kommt. So, auf der nächsten Folie sehen wir jetzt die Möglichkeiten zur Leistungsregelung. Also wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, das jetzt so anzupassen, dass es relativ gut passt. Da haben wir einmal die aufwendigste, ich denke aufwendigste, die Reduktion von dem Laufraddurchmesser. Die reduziert sowohl den Förderstrom als auch die Förderhöhe. Und wir haben eine geringe Abnahme von dem Wirkungsgrad. Dann haben wir die Möglichkeit 2 mit dem Drosselventil, was eigentlich relativ üblich ist. Die erhöht den Widerstand im System und reduziert so den Förderstrom. Also wir haben nach der Pumpe dann einen Kugelhahn meistens verbaut. Die Pumpe liefert mehr Förderhöhe als nötig und wir vernichten Energie natürlich. Dann gibt es die dritte Variante. Drehzahl, und das ist tatsächlich die effizienteste Methode zum Anpassen der Pumpenleistung. So, hier sehen wir erstmal die drei Möglichkeiten nochmal im Detail. Eine Reduktion von dem Durchmesser vom Laufrad hat eben diese Auswirkungen, dass es Q und H verringert. Also es ist quasi ein bisschen so, als ob man hier eine kleinere Pumpe installieren würde. Eine Verringerung vom Förderstrom um 20% führt zu einer Verringerung vom Energieverbrauch um 33%. Ist überproportional, weil es ja, wie man hier in dem Bild links sieht, quasi sich die Kennlinie in dem Sinne ändert, dass man sowohl bei H als auch bei Q eine Reduktion hat. Das heißt, man geht von dem roten Punkt, wie gerade gezeigt, ganz nach unten. Die Vorteile von dieser Methode sind, der Umbau ist zwar ein Umbau, richtig, aber es ist ein Umbau, der relativ, ja, sagen wir mal, leicht durchzuführen ist. Der Wirkungsgrad verringert sich nur leicht. Aber wir haben natürlich ganz gravierende Nachteile. Es ist ein Anlagenstillstand erforderlich. Und es ist immer noch ein fester Betriebspunkt, den wir haben. Wir können zwar anpassen in engen Grenzen letzten Endes, wo wir mit der Pumpe fahren,
aber wir haben immer noch einen festen Betriebspunkt und wenn jetzt unsere Anlage von diesem Betriebspunkt abweicht, müssten wir immer noch nachregeln. Deswegen ist das eine Methode, die selten angewendet wird. Jetzt kommen wir noch zum Drosselventil, was eigentlich die üblichste Variante ist. Wir haben die Auswirkungen sind natürlich, dass unser Q verringert wird. Normalerweise, hier sehen wir jetzt links unsere Kennlinie, wo eigentlich die Schnittmenge jetzt wäre oder unser eigentlicher Betriebspunkt sein sollte idealerweise. Und durch dieses Drosselventil verschieben wir den Betriebspunkt jetzt hier nach hinten, damit wir den richtigen Fluss haben. Wir tun natürlich dann aber mehr Höhe produzieren, die aber an unserem Drosselventil dann abfällt. Es verringert vom Q um 20% und das führt zu einer wesentlichen Änderung beim Energieverbrauch. Wir haben klar einen Vorteil, wir können es im Betrieb einstellen und es ist sehr einfach einstellbar. Der Nachteil ist natürlich, es ist ein Energieverschwender und wir haben einen deutlich höheren Energieverbrauch als mit genau auf dem Betriebspunkt ausgelegten Pumpe. So, und hier sieht man jetzt die dritte Variante, die effizienteste. Das ist die Regelung mit Frequenzumrichter. Hier ist der Durchfluss proportional zur Drehzahl und H proportional zum Quadrat der Drehzahl. Das heißt, mit einer Zunahme der Drehzahl vergrößern wir sowohl Q als auch H. Mit einer Verringerung von Q um 20% kriegen wir eine Verringerung des Energieverbrauchs um 35%. Das war jetzt quasi im gleichen Bereich wie vorher der Austausch von dem Impeller, vom Laufrad. Das sieht man hier ganz schön. Es ist dann einfach so, dass wir sowohl H als auch Q anpassen und dass wir dann auf einen neuen, niederen Betriebspunkt kommen, der sozusagen der Installation einer kleineren Pumpe entspricht, weil wir die Pumpe einfach runtergeregelt haben. Die Vorteile hier sind, es ist die effizienteste Methode zur Regelung. Wir lassen die Pumpe tatsächlich nur die Förderhöhe und die Fördermenge liefern, die wir auch brauchen. Wir haben damit nur eine sehr geringe Abnahme des Wirkungsgrades. Das heißt, wenn wir jetzt dann mit dem Frequenzumrichter zum Beispiel zwischen 50% und 100% variieren, merkt man das nicht wirklich am Wirkungsgrad. Dem stehen natürlich auch Nachteile gegenüber. Für die frequenzgeregelte Pumpe haben wir höhere Investkosten als für eine ungeregelte. Und wenn wir genau auf dem Betriebspunkt laufen würden, wo die Pumpe eingestellt ist und hier frequenzgeregelt mit nicht frequenzgeregelt vergleichen würden, haben wir leicht höhere Verluste, weil einem Frequenzumrichter natürlich auch Energie verloren geht. Wir werden aber später sehen, dass das nicht wirklich ein Nachteil ist. Okay, jetzt schauen wir uns nochmal die Pumpe mit Frequenzumrichter ein bisschen genauer an. Vorteile der Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter sind einmal halt der geringere Energieverbrauch, niedrige Lebenszykluskosten, mehr Komfort im Betrieb. Als Hintergrund, wir haben frequenzgeregelte Anlagen, die dann tatsächlich auf den Permia-Durchfluss regeln. Das heißt, normalerweise hat man im Sommer wärmeres Wasser als im Winter. Dementsprechend muss man dann saisonal die Anlage auch anders einstellen. Genau, und wir haben noch den Vorteil, dass wir die gleiche Pumpe im 50- sowie im 60-Hertz-Stromnetz verwenden können. Und wir haben einen einfachen Einbau und die Komponenten sind natürlich optimal aufeinander abgestimmt. Jetzt machen wir nochmal eine kleine Umfrage, eine kleine Wiederholung. Welchen Nachteil hat denn die Einregelung durch ein Drosselventil? Wir haben einmal als Antwortmöglichkeit den höheren Energieverbrauch, höhere Investkosten oder Anlagenstillstand ist erforderlich. Ja, das sieht sehr gut aus. Okay, es ist natürlich der höhere Energieverbrauch. Waren wir uns alle einig? Super. Nächstes Mal machen wir es schwieriger. Okay. So, dann kommen wir zu der Energieeffizienz von der Umkehrosmose. Hier wollen wir uns einmal ganz, ganz kurz die Umkehrosmose anschauen, Lebenszykluskosten betrachten und sehen, welche Faktoren beeinflussen denn den Energieverbrauch von einer Umkehrosmose und wie kann man jetzt die Energieeffizienz anpassen, einmal bei der Auslegung der Anlage schon und dann im Betrieb. Der Aufbau der Umkehrosmose, klar, kennen wir alle. Wir kommen ganz links rein mit dem Zulauf, gehen durch den Feinfilter durch, dann kommt schon die Hochdruckpumpe, hier eine Pumpe mit Frequenzumrichter. Wenn wir eine Pumpe ohne Frequenzumrichter hätten, wäre hier hinter dem Manometer dann das Drosselventil, sprich ein Kugelhahn, den man dann schließen kann.
Dann gehen wir durch die Duckrohre mit den Membranen durch und kommen am Ende wieder auf der linken Seite oben mit permeablem Konzentrat raus. So, wenn wir uns jetzt Lebenszykluskosten anschauen, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Wir haben einmal die Investitionskosten, wo man am Anfang denkt, das ist jetzt der größte Teil. Wenn man sich die Kosten über 10 Jahre ansieht, wird man sehen, das ist es nicht. Wir haben fixe Betriebskosten, die grundsätzlich nicht oder wenig von dem Durchfluss der Anlage abhängen und von der Laufzeit. Das ist einmal Wartung und Reparatur. Das sind Membranersatzkosten. Da kann man jetzt ein bisschen drüber debattieren, ob die wirklich komplett fix sind oder nicht. Wir haben Personalkosten und Analytik. Das ist normalerweise tatsächlich fix. Und wir haben dann die variablen Betriebskosten, wie Chemikalien, also beispielsweise ein Antiskalant oder im Fall von Enthärtung jetzt der Salzverbrauch. Die sind dann tatsächlich direkt davon abhängig, wie viel Kubikmeter durchlaufen und wie lange die Anlage läuft. Das Gleiche gilt für die Energie, den Energieverbrauch und die Reststoffentsorgung, was hier sozusagen das Konzentrat wäre. Wenn wir uns jetzt mal einfach als Beispiel eine Anlage von uns ansehen, dann sieht man hier, wir haben die Anschaffungskosten, die sind jetzt in lila oder dunkelblau. Die machen am Ende gar keinen so riesen Anteil von den Kosten über 10 Jahre gesehen aus. Das sind jetzt die Kosten über 10 Jahre Lebenszeit, sagen wir mal. Wir haben die Wasserkosten in hellblau, das macht sehr, sehr viel aus. Wir haben die Energiekosten, die auch deutlich höher sind als die Investkosten von der Anlage. Und wir haben schließlich Wartung und Instandhaltung, was hier der kleinste Teil ist. Wir haben es jetzt nicht ganz detailliert aufgeteilt mit Chemikalien und so weiter. Wir haben jetzt einfach nur die größten Kostentreiber mit reingenommen. Hier in dem Beispiel ist das jetzt eine Anlage mit 10 Kubikmeter pro Stunde. Das ist eine AS-Anlage. Wir haben angenommen, dass wir 12 Stunden pro Tag im Betrieb sind und 53 Tage im Jahr. Dass wir mit Brunnenwasser betreiben, das relativ tatsächlich noch relativ geringe Wasserkosten hat. Das kann auch schlimmer sein, wenn man zum Bereich Trinkwasser kommt. Und dass wir mit Stromkosten von 0,15 Euro pro Kilowattstunde arbeiten, was im Industriebereich so ein typischer Wert wäre. Kann aber auch, wie gesagt, wenn es in den gewerblichen Bereich geht, unter Umständen deutlich höher werden. Hier sieht man schön, erstens die zwei großen Blöcke, die wir an Kosten haben, wenn man die Lebenszeit der Anlage betrachtet, sind Wasser und Energie. Wir wollen uns heute jetzt die Energie ansehen. Das im Beispiel war auch eine ungeregelte Pumpe. Wir werden ganz am Ende dazu kommen, was denn der Wert wäre bei einer geregelten, FU-geregelten Pumpe. Und vielleicht noch als Ausblick grundsätzlich, wir wollen auch wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres ein Webinar über KR-Anlagen machen. KR-Anlagen haben eine höhere Effizienz, also höhere Ausbeute, Wasserausbeute als unsere Standardanlagen. Und da kann man dann an diesen großen Block hingehen, was auch sehr interessant ist. So, jetzt wenden wir uns aber der Energie zu. Was beeinflusst denn diesen großen Block von Energieverbrauch? Sind verschiedene Sachen. Natürlich das Erste, was man sich grundsätzlich hängt, der Energieverbrauch ja an der Pumpe. Ne? Also was verbraucht die Hochdruckpumpe? Das hängt jetzt davon ab, was haben wir denn für ein Salzgehalt, also was für Total Dissolved Solids TDS empfiehlt. Wenn er höher ist, werden wir mehr Druck brauchen und damit mehr Energie für die Pumpe. Was haben wir für eine Temperatur? Wenn die höher ist, werden wir weniger Druck brauchen. Wenn sie niedriger ist, werden wir mehr Druck brauchen. Was haben wir für einen Vordruck im Netz? Das ist jetzt einfach der Punkt, der Vordruck im Netz, der ist schon da. Wir brauchen einen gewissen Vordruck, schon allein wegen Kavitation. Unsere Anlagen haben normalerweise einen minimalen Vordruck von 2 Bar. Wenn jetzt aber das Netz schon mehr Druck bringt, müsste die Pumpe unter Umständen weniger selbst ziehen. Wenn das eine geregelte Pumpe ist, kann man das auch runterregeln, im anderen Fall nicht. Dann sehen wir uns den Membrantyp an. Je nachdem, ob das jetzt eine Niederdruckmembran ist oder nicht, ob das vielleicht Umkehrosmose oder Nanofiltration ist, brauchen wir auch unterschiedliche Drücke und damit mehr oder weniger Energie. Und je nach Art der Regelung natürlich, können wir den Energieverbrauch eben runterschrauben oder nicht. So. Wenn wir jetzt die Auslegung anpassen, dass wir sagen, wir möchten unsere Anlage schon mal so auslegen, dass die möglichst energieeffizient ist, dann haben wir diverse Möglichkeiten. Wir können zum einen den TDS berücksichtigen, das heißt, wir haben eine Wasseranalyse, wir legen die Anlage genau auf den Druck aus, der gebraucht wird
und legen dementsprechend die Pumpe aus, beziehungsweise wählen die Pumpe. Das wird bei Individualanlagen und sehr großen Anlagen gemacht. Bei kleinen Standardanlagen ist das natürlich problematisch, weil da die Anlage im Prinzip von der Auslegung schon feststeht. Wir können auch den Membrantyp anpassen. Das haben wir zum Beispiel im letzten Webinar betrachtet, Nanofiltration statt Umkehrosmose, wo wir dann einen großen Anteil an Energie einsparen können, dadurch, dass wir eine Membran mit einem niedrigeren erforderlichen Druck nehmen. Wir können den Netzvordruck berücksichtigen bei der Auslegung und wir können auch die Temperatur berücksichtigen von dem Wasser. Das Problem ist natürlich, wir haben nicht immer alle Daten. Wenn es jetzt ein großes Projekt ist, wo wir 100 Kubikmeter Umkehrosmose haben, dann wird wahrscheinlich genau auf die Wasseranalyse ausgelegt werden. Wenn das eine 2 Kubikmeter pro Stunde oder vielleicht auch 10 Kubikmeter pro Stunde Anlage ist, wird das wahrscheinlich nicht gemacht werden. Einfach weil die Investkosten dann überproportional hoch werden mit einer genauen Auslegung. So, wir haben auch natürlich eine Variation von der Wasserqualität und Temperatur. Gerade wenn wir das Wasser jetzt von irgendwo beziehen, wenn es vielleicht noch in einem Speicher steht draußen, wird im Sommer und im Winter eine unterschiedliche Temperatur da sein. Das kann man in der Auslegung eben nur begrenzt berücksichtigen, weil man da vom schlimmsten Fall ausgehen muss. Schließlich haben wir bei dem Membrantyp gegebenenfalls eine Festlegung über die Entsalzungsrate, dass wir eine Membran mit einem hohen Druck einfach brauchen. Und wir haben einfach bei manchen Dingen das Problem, dass wir nicht genau wissen, wie die Betriebspunkte sind, sprich den Netzvordruck zum Beispiel, und dass wir ja immer einen Sicherheitszuschlag machen müssen. Das heißt, wir werden die Anlage nicht auf den Netzvordruck von 4 Bar auslegen und dann gibt es aus irgendeinem Grund eine Änderung und dann läuft die Anlage plötzlich nicht mehr. Das heißt, man hat immer Sicherheitszuschläge und man wird nie ganz exakt auf den Betriebspunkt auslegen können. Das heißt, uns bleibt noch die Anpassung im Betrieb. Und hier haben wir, wie vorher dargestellt, von der theoretischen Seite die 2 Optionen, einmal Drosselung und Frequenzumrichter. Den Austausch von dem Laufrad haben wir jetzt hier weggelassen, weil das tatsächlich was ist, was einfach sehr selten gemacht wird. Und auch nicht im Betrieb funktioniert. Genau. Bei der Drosselung passiert Folgendes. Wir haben auf einen bestimmten Betriebspunkt ausgelegt. Jetzt ist dieser Betriebspunkt nicht da, sondern wir brauchen vielleicht wesentlich weniger Druck als gedacht. Jetzt müssen wir, bringt die Pumpe mit dem geringeren Druck natürlich einen deutlich höheren Durchfluss, weil sie auf der Kennlinie nach rechts wandert. Das heißt, wir müssen jetzt den Durchfluss anpassen, ihn kleiner machen. Das machen wir, indem wir das Ventil, den Kugelhahn hinter der Pumpe zumachen. Das heißt, unser Druck steigt an. Das heißt, wir schaffen uns künstlich Druck, um auf den Betriebspunkt zurückzukommen. Dementsprechend haben wir einen höheren Energieverbrauch als das, was wir bräuchten. Beim Frequenzumrichter passen wir einfach die Frequenz der Pumpe an, beziehungsweise passt sich selbstständig an, bis wir den Betriebspunkt erreicht haben. Damit haben wir eine Energieeinsparung, weil wir tatsächlich nur mit dem Druck fahren, der wirklich an dem Betriebspunkt erforderlich ist und nicht mit dem Druck, der in der Auslegung gewählt wurde. Und wir haben auch einen schonenden Betrieb der Pumpe. So, das ist jetzt alles wunderschön. Das Thema, das dann natürlich sofort kommt, ist, wir haben ja eine Differenz im Invest. Und wann lohnt sich denn das wirklich, die Pumpe mit einem Frequenzumrichter auszurüsten? Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Jetzt noch eine kleine Umfrage. Was haben Sie denn für eine Vermutung? Ab welcher Baugröße könnte sich das denn lohnen, so eine Frequenzumrichterpumpe zu verbauen? Da haben wir 3 Auswahlmöglichkeiten. Einmal ab 100 Liter pro Stunde, einmal ab 1000 Liter pro Stunde und einmal ab 3800 Liter pro Stunde. Ja, wir haben ein bisschen breiter aufgeteilteres Feld diesmal. Wir warten noch kurz, ob noch was kommt. Ja, sieht diesmal auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Wir haben einmal 100 Liter pro Stunde gehabt, 1000 Liter pro Stunde ein paar Mal und den größten Anteil eigentlich und dann 3800 Liter tatsächlich auch ein bisschen mehr als 100 Liter pro Stunde. Jetzt schauen wir uns die Kalkulation vom Energieverbrauch an. Wir werden einmal kurz die Grundlagen anschauen, Vergleichsszenarien, dann den Vergleich von der Leistungsaufnahme und dann die Energiekosten vergleichen. Für den Vergleich vom Energieverbrauch werden wir Anlagen mit und ohne FU vergleichen. Dann werden wir die Leistungsaufnahme aus dem Stromnetz P1 vergleichen, also nicht die vom Motor oder von der Welle oder von der Pumpe, sondern wirklich die aus dem Stromnetz.
Und wir betrachten die Anlagenbaureihe Antiskalant von der Baugröße 1650 bis 30 Kubikmeter pro Stunde. Dann schauen wir uns die Energiekosten an in Höhe von 15 Cent. Wir gehen aus von der Anlagenlaufzeit 12 Stunden pro Tag und 350 Tage pro Jahr und schauen dieses ganze Szenario über 10 Jahre an. Wir haben jetzt drei Szenarien mal dargestellt. Szenario 1 ist mit einem Salzgehalt von 500 Milligramm pro Liter statt 1000 Milligramm pro Liter in der Auslegung. Dann das Szenario 2 mit einer Wassertemperatur von 20 Grad Celsius statt 15 Grad Celsius. Und dann werden wir uns noch Szenario 3 anschauen mit einem Vordruck von 4 Bar statt 2 Bar wie in der Auslegung. So, bei dem Szenario Milligramm pro Liter und einen Vordruck von 4 Bar und 15 Grad Celsius. Jetzt musst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Genau, wir haben jetzt hier die Linien. Also wir haben einmal die Leistungsaufnahme ohne FU. Danke. Das ist die blaue Linie. Und die Leistungsaufnahme mit FU. Das ist die orangene Linie. Man sieht jetzt hier ganz klar, wir haben ja jetzt eine Abweichung vom Betriebspunkt. Ne? Also die 1000 Milligramm pro Liter TDS entsprechen unserer Auslegung. Das ist der Betriebspunkt. Der Vordruck von 4 Bar ist aber mehr Druck quasi als Vordruck, als was wir normalerweise berechnen. Das heißt, unsere Pumpe braucht theoretisch 2 Bar weniger als das, was sie liefern kann. Bei der blauen Linie ist es gerade egal, ob wir den Vordruck von 4 Bar oder 2 Bar haben, weil die Pumpe zieht immer das, was sie ziehen kann, weil wir einregeln mussten über einen Kugelhahn, dass die Pumpe, die auf dem Betriebspunkt läuft. Bei unserer Pumpe mit FU, der orangenen Linie, sieht man aber, dass der Energieverbrauch deutlich reduziert wird, weil diese Pumpe ja den Vordruck quasi mitnutzen kann und dann nur noch den Druck bringt, der erforderlich ist, den Restbetrag, um auf den Druck zu kommen, die Membran braucht. Ja, vielleicht noch kurz zum Verständnis von den Achsen her. Wir haben hier einmal die Leistungsaufnahme und dann die Anlagengrößen. Also man sieht schon, dass es variiert. Es ist nicht generell so, dass die Kurve linear läuft und es immer besser oder schlechter wird, sondern man muss tatsächlich sich die Anlage im Speziellen anschauen. Und wir haben auch eine Frage bekommen aus dem Chat, ob es ein Szenario-Programm gibt. Also es gibt tatsächlich eine Kalkulation davon, die unser Vertrieb arbeitet hat, aber ich weiß nicht, ob die verkaufsfähig ist jetzt. Ja, das Problem ist tatsächlich so ein bisschen, wir wollten auch ein Szenario-Programm haben, weil klar, das ist natürlich sehr, sehr schön, dass man idealerweise TDS eingibt, Vordruck eingibt, Temperatur eingibt und dann was ausgespuckt wird. Problem ist so ein bisschen, es sind unheimlich viele Datenpunkte, weil man das nicht einfach so berechnen kann, also zumindest nicht, wenn es genau sein soll, sondern man immer in der Kennlinie von der Pumpe reingehen muss und sich anschauen muss, wo ist man denn jetzt genau. Was man tatsächlich machen kann, wenn man jetzt sagt, okay, Sie haben die Diskussion mit dem Kunden, dass man zumindest mal über diese Szenarien mit dem TDS schon mal abschätzen kann, wo man hinkommt. Das erklären wir gleich nochmal. Und dass man dem Kunden sagen kann, okay, wahrscheinlich sind wir im Mittel bei diesem und diesem geringeren Energieverbrauch. Und wenn es dann ein spezielles Projekt ist, können wir auf jeden Fall im Vertrieb da auch nochmal drüber schauen und nochmal nachrechnen. Aber das Szenario-Programm ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass so viele Datenpunkte sind. Wenn man sich hier anschaut, wie gesagt, wie der René gerade gesagt hat, es ist keine so schöne glatte Kurve. Mit FU schon, weil der passt sich an. Ohne FU sieht man halt so ein bisschen, dass es hoch und runter geht, je nachdem, welche Pumpe gerade gewählt wurde. Wir versuchen ja auch zum Beispiel verschiedene Baugrößen mit einer Pumpe abzufahren. Das geht dann und dann kommt die nächste Baugröße. Kannst du das mir hier zeigen, wo es so hoch geht in der Mitte? Genau, da, wo man jetzt plötzlich eine größere Pumpe hat und gleich mehr verbraucht. Und man sieht auch, wenn jetzt die Pumpe, die in der ohne FU, die verbaut wurde, noch relativ viel Reserve hat, wie bei dieser Baugröße mit den 10 Kubikmetern, dann gibt es einen großen Unterschied zwischen Energieverbrauch ohne FU und mit FU. Also hier sogar 55%, was ganz schön viel ist, weil man einfach da eine Pumpe hat, die sowieso noch ein bisschen Reserve hat, die dann nicht runtergeregelt werden kann und dann kommt man mit dem Runterregeln ganz deutlich runter. Das andere Extrem finden wir jetzt bei der Anlage mit 3,1 Kubikmeter. Das sieht man hier drüben. Kannst du mal rübergehen?
Genau. Das heißt, hier haben wir gerade noch eine kleine Pumpe verbaut. Bei der 3,8 der Anlage ist es schon eine größere Pumpe, sieht man, weil die blaue Kurve ansteigt. Und diese Pumpe von der 3,1er Anlage, die hat relativ wenig Reserve. Das heißt auch, wenn man runterregelt, ist da gar nicht so mehr so viel, wie viel, was man runter kann. Das heißt, es hängt tatsächlich ein bisschen von der Anlage ab, wo wir uns da hingelegt haben, mit der Pumpe, mit dem Betriebspunkt. Aber tendenziell kann man schon sagen, dass die Einsparungen größer werden, wenn man zu größeren Baugrößen geht. So, wir sehen jetzt gleich nochmal die Kombination, wenn du weitermachen willst. Genau, jetzt sehen wir hier nochmal den Vergleich von den drei Szenarien, also mit einmal dem unterschiedlichen Salzgehalt, der unterschiedlichen Temperatur sowie dem unterschiedlichen Druck. Da sehen wir, Reduktion haben wir bei unserer Aufnahme dann minimal 17% mit dem geringeren Salzgehalt, maximal 50% und im Mittel sind wir bei 29%. Wenn wir jetzt dann von der höheren Temperatur ausgehen, haben wir minimal eine Reduktion von der Leistungsaufnahme von 23%, maximal 52% und im Durchschnitt 34%. Im dritten Szenario dann mit dem höheren Vordruck haben wir mindestens 26%, maximal 55% und im Mittel 36%. Also das macht schon sehr viel aus. Man sieht auch, egal welches Szenario man wählt, man ist auf jeden Fall bei so einem, sagen wir mal, ungefähr einem Drittel Energiereduktion auf jeden Fall. So. Okay, hier die Tabelle, da haben wir einmal oben die Baugrößen, einfach, dass ihr das Prinzip versteht mit den unterschiedlichen Anlagen. Dann haben wir die Differenz von den Investkosten mit und ohne FU in Euro mal aufgeführt und dann die unterschiedlichen Szenarien, also mit TDS, unterschiedliche Salzgehalte, Temperatur sowie Druck. Und das Wichtigste ist eigentlich jetzt nicht, sich diese Zahlen hier anzuschauen, sondern tatsächlich hier unten diese Amortisation von den unterschiedlichen Szenarien. Wir haben hier das ein bisschen farblich dargestellt, dass es ein bisschen ersichtlicher wird. Alles, was rot ist, lohnt sich noch nicht so wirklich. Also da sieht man, bei den unterschiedlichen Szenarien dauert es dann 5 bis 8 Jahre bei der 3100er. Aber tatsächlich bei der 3800er Baureihe kann man sich das schon sehr gut überlegen. Da sind wir dann im Bereich von zwei bis zweieinhalb Jahren, in dem Bereich sich dann die Pumpe amortisiert hat. Alles, was drüber geht, sind wir dann hier ab 10.000, das war diese Schnittstelle, die wir vorgestellt haben, sind wir dann schon bei fast nur einem halben Jahr, die es braucht, bis sich diese Pumpe amortisiert hat. Und ja, also es ist wirklich, lohnt sich darüber nachzudenken, weil nach diesem Zeitraum wird es tatsächlich eine Gelddruckmaschine. Sieht man auch jetzt hier, weil wenn man die Stromkosten nach 10 Jahren betrachtet, wir haben jetzt hier einfach nochmal die Szenarien kombiniert, dass man sagt, man hat einen Betrieb mit TDS 500 Milligramm pro Liter, Temperatur 20 Grad und Vordruck 4 Bar. Das heißt, wir weichen bei allen drei Parametern von dem Auslegungspunkt ab. Ja. Aber nicht so stark, dass das jetzt was super Ungewöhnliches wäre. Also ist was, was in der Praxis oft vorkommt. Und dann hätten wir eine Reduktion von P1 von tatsächlich 69% bei den 10.000 Liter pro Stunde Anlage, wo man den Unterschied sehr deutlich sieht. Man hat dann eine Amortisation von deutlich unter 6 Monaten, also nochmal etwas niedriger als in der Folie hier. Und nach 10 Jahren, und das ist das Interessante, wenn wir uns jetzt erinnern an diese Lebenszykluskosten, die wir uns ganz am Anfang angeschaut hatten, da hatten wir diesen Block, das waren diese 70.000 Euro oder 71.000 Euro ungefähr über 10 Jahre ohne FU. Die können wir reduzieren auf knapp 22.000 Euro mit FU in diesem Fall. Und das ist dann natürlich ein echtes Argument, weil wenn man sich anschaut, der Preisunterschied mit und ohne FU, da haben wir jetzt die Preislistenpreise genommen, ohne Rabatte, da sind wir bei 10.000, jetzt bei 2.300 Euro. Und dem steht dann gegenüber eine Einsparung von ca. 50.000 Euro knapp 50.000 Euro über 10 Jahre. Und das ist einfach interessant, weil man hier mal sieht, um welche Größenordnungen es letzten Endes geht, weil das ja was ist, was oft in der Diskussion über die Investkosten so ein bisschen vergessen wird, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann, wo man da hinkommt nach 10 Jahren. Wir haben gerade noch eine Frage bekommen, ob ein FU verschleißfrei ist. Also das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Also ein FU hat natürlich auch Komponenten, es sind viele elektronische Komponenten wie Dioden und Elektrobauteile. Aber ich würde prinzipiell sagen, es gibt keinen tatsächlichen Verschleiß, eigentlich nur Defekte.
Und ja, ich sag, es kann immer vorkommen, dass was kaputt geht, aber aktive Verschleißkosten gibt es eigentlich nicht. Eher dann an der Pumpe selber, sage ich mal, Gleitringdichtung oder ähnliches. Und da hat man ja auch den Vorteil mit dem FU, dass das Anfahren sanfter ist, dass man grundsätzlich die Pumpe weniger belastet. Ja, richtig. Okay, zusammenfassend kann man nochmal sagen, die Pumpe bestimmt den Energieverbrauch von der Umkehrosmose und Einregelung der Pumpe erfolgt durch Drosselung oder Frequenzumrichter. Wir haben eine große Energieeinsparung mit dem FU bei der Abweichung von der Auslegung und die Pumpe mit FU amortisiert sich unter Umständen schon nach kleiner 6 Monaten. Die Quellen, die ihr gesehen habt von den Bildern und den Kennlinien, stammen aus dem Grundfos-Pumpenhandbuch. Das enthält tatsächlich sehr, sehr viele hilfreiche Informationen und das könnt ihr euch auch runterladen auf der Grundfos-Seite. Ihr erhaltet danach ein Handout, wo das dann nochmal drinsteht, dieser Link, und dann könnt ihr euch das anschauen im Detail. Nach dem Webinar gibt es die Aufzeichnung sowie ein Teilnehmerzertifikat. Die Aufzeichnung wird man natürlich um die technischen Probleme kürzen am Anfang. Und ja, falls da noch weitere Fragen sind, können wir uns gerne jederzeit kontaktieren per E-Mail oder auch per Telefon. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben es doch noch jetzt im Zeitrahmen geschafft. Wir bleiben jetzt noch im Chat drin sowie verfügbar, falls noch Fragen sind. Genau, und wenn Interesse besteht, wir werden auf jeden Fall weitermachen. Wir haben schon die nächsten Themen so ein bisschen ausgesucht. Ja. Wir werden dieses Jahr definitiv noch ein Webinar machen zum Thema EDI. Und nächstes Jahr geht es dann wahrscheinlich weiter, ganz am Anfang, so Richtung Februar, mit ja, SPS-Steuerung. Wo wir gerade Umstellungen machen und auch Thema Kajeranlage, wo wir dann auf den anderen Block von den Kosten eingehen, nämlich die Wasserkosten. Wir haben noch eine Frage bekommen jetzt, ob man einen Frequenzumrichter problemlos nachrüsten kann. Also die Frage können wir mit einem eindeutigen Ja beantworten. Ein Frequenzumrichter kann nachgerüstet werden. Das hängt natürlich immer ein bisschen von der Pumpe ab, von der Bauform und welche Type verbaut ist. Aber das ist dann nur ein Detailproblem, sage ich mal. Entweder wird dann die Pumpe tatsächlich direkt auf dem Motor angebracht oder als externer Frequenzumrichter, der dann halt zwischen Motor und dem Schaltschrank installiert wird. So, es kommen noch ein paar Fragen. Mhm. Schauen wir mal. Ja, und ansonsten, wenn Sie zum Beispiel spezifische Punkte haben mit dem Endkunden, wo man immer wieder darüber debattiert zum Thema Energieverbrauch, kann das natürlich auch interessant sein, wenn wir jetzt sagen, okay, es geht eigentlich meistens um die Temperatur, meistens um den TDS. Vielleicht gibt es dann doch eine Möglichkeit, ein Tool zu entwickeln, wo man sich das anschaut, dass man das vorrechnen kann. Das fänden wir nämlich auch gut. Wir sind jetzt bloß quasi tatsächlich an der Menge der Datenpunkte so ein bisschen verzweifelt. Aber wenn wir ein bisschen Input kriegen, also genau diese Rechnung wäre erforderlich, dann machen wir uns da sehr, sehr gerne dran, um Sie zu unterstützen. Okay, wir haben noch eine Frage bekommen, beziehungsweise zwei, ja, ob wir informieren über die anstehenden Webinare. Also es wird nächstes Mal ähnlich ablaufen wie dieses Mal. Wir werden 2 Wochen im Voraus wieder dann die Einladung versenden dazu. Und wir werden natürlich selbstverständlich die Teilnehmerzertifikate an die E-Mails schicken für die teilnehmenden Personen. Ja, nochmal eine Frage bekommen, ist also der FU erst ab 3500 Liter pro Stunde zu empfehlen? Das ist, ja, kann man generell so sagen, allerdings muss man sich immer den Einzelfall dann anschauen. Genau. Also es gibt auch Szenarien, wo es sich tatsächlich schon vorher lohnen kann. Genau, also tendenziell würden wir sagen, ja, dass es erst ab dem Punkt in den meisten Fällen Sinn macht. Aber wie gesagt, wenn wir dann eine Anlage hätten, die quasi 24 Stunden am Tag durchläuft, dazu nochmal deutlich höhere Stromkosten, dann könnte es sich auch bei den kleinen lohnen.
Okay, wenn dann keine Fragen mehr kommen, dann wünschen wir allen Teilnehmern noch einen schönen Tag und danken euch für die Teilnahme und auch die Geduld am Anfang und hoffen, das Ganze läuft nächstes Mal ein bisschen reibungsfreier.